Hier finden wir nun alle Benutzer, die sich für deine Newsletter angemeldet haben. Dies geht einmal über ein Formular in den Erlebniswelten oder aber auch über die Registrierung. Die Empfänger können wir hier nun verwalten, sprich, wir können hier schauen, was für Empfänger wir haben, ob ein Opt-in stattgefunden hat, aber auch wieder Empfänger löschen. Shopware 6 bietet keine Möglichkeit, Newsletter zu verschicken. Wir haben uns darauf fokussiert, eine einfache Möglichkeit zu bieten, Newsletter-Empfänger zu pflegen und diese über eine Schnittstelle bereitzustellen. Der Hintergrund ist der, dass wir festgestellt haben, dass einzelne Tools, die sich auf den Versand von Newslettern und Kampagnen spezialisiert haben, einen deutlich größeren und vor allem auch zielgerichteteren Umfang bieten, den wir als Shop-Hersteller nicht bieten können. Es ist einfach nicht unser Fachgebiet und wir haben daher gesagt, wir lagern diese Möglichkeit ins Ökosystem aus. Das heißt, du findest im Store viele Möglichkeiten und viele Anbieter, die dir den Versand von Newslettern ermöglichen. Wir stellen den Anbietern durch unsere Schnittstelle eine einfache Möglichkeit dar, auf die Empfänger zuzugreifen. Ich habe mich einmal in die Storefront angemeldet, damit wir uns einmal als Kunde für den Newsletter anmelden können. Und wir haben direkt in der Übersicht einmal einen eigenen Bereich, der das Newsletter-Abonnement umfasst. Und ich kann hier durch Klick auf Ja, ich möchte, den Newsletter abonnieren. Wir haben jetzt im Shop kein Double Opt-in aktiviert. Double Opt-in bedeutet, dass jetzt der Kunde im Normalfall eine E-Mail erhalten würde, in dem ein Link ist, auf der er einmal draufklicken muss, damit das bestätigt ist. Das kann je nach Gesetzeslage nötig sein. Du kannst in den Einstellungen dies unter dem Bereich Newsletter zu jeder Zeit aktivieren. Zurück in der Administration sehen wir jetzt nun den neuen Benutzer. Das ist einmal die E-Mail-Adresse, der Name und auch der Status. Neben Postleitzahl und Stadt. Sollte sich jetzt beispielsweise mal ein Kunde über das Formular anmelden, können solche Informationen wie Postleitzahl und Stadt natürlich fehlen. Gehe ich jetzt einmal zu den drei Punkten hin, sehe ich, dass ich den Newsletter-Empfänger entweder bearbeiten kann oder aber auch löschen kann, falls ich beispielsweise telefonisch den Hinweis bekommen habe, dass er den Newsletter nicht mehr weiter empfangen möchte.